Für Rolf und Christa Sietz geht heute ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Sie sind auf dem Weg zur Seligsprechung des Märtyrerpriesters Georg Häfner. Ein Ereignis, welches den normalen Tagesablauf des Rentnerpärchens aus Bad Neustadt unterbricht. Es ist endlich geschafft. 40 Jahre haben wir darauf hingearbeitet. Die Geschichte der Beziehung der beiden zu Georg Häfner beginnt früh. Im Ersten Weltkrieg lernen sich die Urgroßväter der Familien kennen. Christas Vater war schließlich ein enger Freund Georg Häfners, hat den beiden immer wieder begeistert vom Menschen Häfner erzählt. Wenn man vom Vater Häfner sagt, er war einfach gläubig und konsequent. Und das kann man zu meinem Vater genauso sagen. Auf jeden Fall war es immer für ihn wichtig, dass er uns gesagt hat, der wird mal selig gesprochen. Für ihn stand das schon immer fest. Aus den Erzählungen des Vaters erwächst eine Begeisterung für Georg Häfner, die schnell in Engagement umschlägt. 1988 drehte Rolf Sietz, damals in der kirchlichen Jugendarbeit tätig, einen Film über Georg Häfner, der nicht nur das Leben des Priesters nachzeichnet, sondern auch nach der Rechtmäßigkeit seiner Seligsprechung fragt. Befasst habe ich mich, weil es mich einfach neugierig gemacht hat. Ich den Film gezeigt habe und habe gesagt, so Leute, jetzt, wie geht's euch jetzt hier? Was empfindet ihr jetzt? Ist es gerecht oder ist es, hat Georg Häfner nur auch das Recht, mal einfach die Zuschauer gefragt, hat er das Recht, dass er selig wird? Und ja, er hat's. Zur Feier der Seligsprechung sind viele ganz unterschiedliche Leute in den Kiliansdom gekommen. Darunter Ehrengäste aus Kirche, Politik und Justiz, aber auch Gläubige aus dem ganzen Bistum Würzburg wollen an diesem Großereignis teilhaben und mitfeiern. Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. Verlese ich nun das apostolische Schreiben. Zu Beginn liest der Präfekt der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Kardinal Amato, das päpstliche Dekret vor. Darin nimmt Papst Benedikt XVI. Georg Häfner in die Schar der Seligen auf. Anschließend wird ein Bild des neuen Seligen am Altar enthüllt. Was die Gemeinde mit langem Applaus honoriert, ist auch für Rolf und Christa Sietz der wichtigste Augenblick dieses Tages. Das war die entscheidende Minute für mich gewesen. Jetzt, genau jetzt, ist es passiert. Jetzt ist er ja da, jetzt können wir ja konkret mit ihm reden. Ja, früher war ich angespannt noch und jetzt bin ich gelöst. Kann er nur sagen, Dank sei Gott. Nach der Seligsprechung strömen die Menschen auf den Kiliansplatz, wo die Kirche allen eine kostenlose Stärkung spendiert. Die eigens für die Seligsprechung angefertigten Bier- und Weingläser darf jeder mit nach Hause nehmen. Als Rolf und Christa den Heimweg antreten, haben sie allerdings mehr dabei als ein Glas als Andenken. Die Gewissheit, im Himmel jetzt einen Fürsprecher mehr zu haben.